Tierarzt Peter Engelhardt sucht nach Polypen im Gehörgang. Die könnten ein Grund für den Schwindel sein, unter dem die norwegische Waldkatze Inara leidet. Immer wieder mal gerät sie aus dem Gleichgewicht. Was da so piepst, ist der Puls, ne? Genau. Wir machen hier bei allen Patienten eine Inhalationsnarkose. Und natürlich werden die dann entsprechend auch überwacht, dass wir die Vitalfunktion immer im Blick haben. Man gewöhnt sich da mit der Zeit sehr. Also wenn das nicht piepst, dann vermissen wir eigentlich verständlicherweise was. Also da ist nichts im Gehör. Gut sichtbar. Heute Morgen gab es schon einen Zwischenfall mit einem Patienten. War das die Katze, die Sie heute Morgen schon gekratzt hat? Nein, war es nicht. Aber da war schon was heute. Erzählen Sie doch mal. Ja, ich habe mir heute Morgen eine Katze angeschaut auf der Station und die Katze hat in dem Moment einen Krampfanfall bekommen und hat sich einmal um die eigene Körperachse gedreht und hat dann einmal mit ihrer Pfote mich hier oben an der Stirn erwischt und ich bin jetzt schwer verletzt und entstellt. Aber so eitel bin ich nicht, ich komme klar damit. In der Tierklinik sind Eingriffe ohne Vollnarkose ganz selten. Bei der Shih-Tzu-Dame Sissi wachsen Wimpern in die Augen, die sich dann entzünden. Heute nochmal Wimpern zupfen? Ja. Und die Spritze? Anna Fröhlich kommt regelmäßig mit Sissi in die Klinik. Frau Fröhlich, das Zupfen, das ist nichts Kosmetisches, ne? Das hat schon einen anderen Sinn, oder wie? Ja, das hört sich sehr nach Schönheitsklinik an, aber das ist halt auch entlastet auch ein bisschen den Alltag für sie, weil die Augen tränen sehr viel. Und wenn Kinder die sehen, dann sagen die, die hat ja Blut da, aber das ist halt Tränenflüssigkeit. Und wenn wir das machen, sie ein bisschen quälen, dann hat sie ein bisschen Ruhe und sieht auch schöner aus natürlich. Sie sind auch jeden Monat einmal so ungefähr hier und alle 2 Monate. Ist bei Ihnen so Kosten überhaupt ein Thema oder eher nicht? Ja, Kosten, ja, das muss halt sein, ne? Also man spart dann halt ein bisschen an sich. Ich finde, das gehört dazu. Also ich würde dann halt schon alles machen, was nötig ist, machen wir ja auch, damit es ihr auch gut geht. Ja, das ist für uns normal. Immer noch keine Diagnose für Inaras Schwindelanfälle. Jetzt soll sie in den Tomographen. Das muss Peter Engelhardt aber mit der Besitzerin besprechen. Ich denke, wir können das jetzt machen. Ich muss halt mit Ihnen nur die Kosten einmal noch mal kurz ansprechen. Das würde halt die Kosten netto noch mal so um 320 Euro erhöhen. Ja, sollen wir das mitmachen, Sicherheitshalber? Okay, super. Nadine, wie lange braucht das jetzt? Der Tomograph ist belegt, die Termine sind ganz eng getaktet. Das Okay von Inaras Besitzerin bringt den Tagesablauf durcheinander. Ist es jetzt schon Stau am CT oder MRT? MRT, genau. Am MRT. Genau, also weil wir hier gerade noch einen Patienten drin haben, der ist gerade vor 10 Minuten reingelagert worden. Er hat eine Halswirbelsäulenproblematik, da muss man dann immer alles genau anpassen und angleichen, deswegen dauert das leider seine Zeit. Das Leben der Bulldogge Jackie hängt davon ab, wie viel sein Besitzer, ein Tierschutzverein, für die Behandlung bezahlen will oder kann. Ein Bandscheibenvorfall. Jackie kann sich kaum bewegen. Zuständig für die Operation ist heute der zweite Chefarzt, Markus Hess. Erneut nach der Diagnose Rücksprache per Telefon. Von dem Telefonat hängt es ab, ob er operiert oder eingeschläfert wird, ne? Das kann bedeuten, dass der Tierschutzverein sagt, nein, er möchte nicht operiert haben, ja. Und dann muss er eingeschläfert werden, weil damit ist er im Moment komplett gelähmt. Die Entscheidung ist gefallen für die Bulldogge. Jackie liegt unter Messer. Die ganze Ausrüstung hier unterscheidet sich kaum vom OP in der Humanmedizin. Früher hat man kein CT, hat man kein MRT gehabt. Da war ein Ultraschall schon was Besonderes. Und Röntgen gehört auch nicht überall dazu. Das war schon das, was eine Klinik braucht. Und heute ist es im Endeffekt so, dass man wesentlich höhere Ausstattung auch braucht, um den Anforderungen gerecht zu werden. Die Bulldogge hat den Eingriff gut überstanden. Sie bleibt noch ein paar Tage in der Klinik. In der Zwischenzeit Katzenbesitzerin Anna Fröhlich bangt um ihre Inara. Was, wenn der Tomograph einen Tumor ans Licht gebracht hat? Wenn das für Sie okay ist. Ich kann schon mal ein bisschen die Luft rauslassen. Das ist nichts Dramatisches, denke ich. Ja, kommen Sie erstmal rein, bitte nehmen Sie Platz. So, ich mach mal hier. Sie sind sehr angespannt, ne? Was ist das für eine Situation jetzt gerade für Sie? Ich
mache mir natürlich unheimliche Sorgen. Ich habe die Kleine wirklich schon vom Kittenalter an und es ist halt eben mein Familienmitglied. Das ist so mein Baby und ja, alles, was sie hat, macht mich natürlich unheimlich fertig. Ne? Erstmal nichts Lebensbedrohliches, wo man sagen, das ist irgendwie etwas, was die Lebenserwartung ihrer Katze einschränkt. Ne? Beispiel irgendwie ein Tumor oder sowas, da haben wir gar keine Hinweise. Von daher würde ich da erstmal entwarnen. Ne? Super, prima. Dann wünsche ich eine schöne Woche und wenn man sein sollte, melden Sie sich. Ne? Die Katze soll erst einmal mit Medikamenten gegen ihren Schwindel behandelt werden. Anna Fröhlich kann ihre Inara am Nachmittag wieder mit nach Hause nehmen.